Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ja, ich habe mal wieder Post bekommen und ich hatte es ja auch schon getwittert und euch gefragt, ob ihr Erfahrungen habt mit Staubsaugern der Marke Philips oder von anderen Firmen. Und da wurde dann Philips und Dyson genannt und viele hatten geschrieben, oder einige hatten geschrieben, dass sie einen Philips Staubsauger schon seit mehreren Jahren haben. Einige sogar 10 Jahre, was ich schon fast gar nicht glauben konnte. Und ich habe jetzt auch einen zum Testen da. Das ist ein Philips Marathon. Und den packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Okay, da haben wir hier als erstes einmal die Bedienungsanleitung und die Qualitätsbescheinigung. So, dann geht's weiter. Hier haben wir dann, wow, okay. Ja, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Ich habe einen Dirt Devil. Der ist um einiges kleiner und der ist natürlich, ah, herrlich, guck mal hier. Da ist eine richtige Bürste drin und mit dieser Bürste hoffe ich, die Katzenhaare besser wegsaugen zu können. Ich habe meinen Teppich extra gelassen, wie er ist und eine Zeit lang nicht gesaugt, um das Ding mal zu testen hier. Da ist dann nochmal eine Beschreibung dabei zu dieser Bürste. So. Dann ist, oh, okay. Dann ist nochmal eine normale dabei, wo man dann selber nochmal, kennen wir ja, hier mit der Bürste, Bürste raus. Dann sind hier nochmal Bürsten. Bürste rein und dann ist es wieder normal. Sehr schön. So, dann haben wir hier den Griff. Und auf diesem Griff ist nochmal ein Zubehör. Ich denke mal, das ist jetzt ein Griff. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, was das sein soll. So. Sehr schön. Und nun kommen wir hier zu einer besonderen. Also das ist schon mal ganz klar ein Unterschied. Hier ist Zubehör ohne Ende dabei. Und hier haben wir nochmal eine Polierbürste. Meinst du, das wird Polier sein, ne? Das ist sehr, sehr weich. Lässt sich auch abnehmen. Das ist, denke ich mal, ein Parkett fürs Parkett. Super Parkett, genau, steht auch drauf. Das ist ein Parkettaufsatz. Sehr cool. So, dann haben wir hier das Teleskoprohr. Und jetzt kommen wir auch schon zum Staubsauger. Hier ist dann nochmal das Rohr dabei. Also da ist wirklich eine ganze Menge dabei. Hier ist sogar nochmal eine extra kleine Bürste. Also es ist wirklich eine ganze Menge Zubehör mit dabei. Noch eine Menge an Papierkram. So, und das ist dann das gute Stück. So schaut's aus. 2000 Watt. So, hier ist dann auch nochmal eine kleine Bürste dabei zum Reinigen des Filters. Und was das hier ist? Ah, das ist Abluft, ne? So, eine kleine Bürste zum Filterreinigen. Das wäre dieser hier. Der ist natürlich sehr groß und da ist es dann praktisch, wenn dann so ein kleiner Pinsel dabei ist. Das ist natürlich auch abwaschbar. So schaut das Ganze dann aus. Hier steht auch Clean Filter every 2 months. Don't forget to reinsert filter after cleaning. Also
alle 2 Monate soll man diesen Filter reinigen. Und man soll nicht vergessen, alles wieder einzusetzen. So funktioniert es dann. Der Filter kommt wieder rein. Und hier oben steht dann auch Open und Close, in welche Richtung man das drehen muss. So sitzt das Ganze dann auch fest auf dem Zylinder drauf. Ja, dann machen wir die Bürste wieder rein. Und das gute Stück wieder zu. Hier schauen wir uns das Ganze nochmal von hinten an. Die Räder sind auch gummiert. Alle Räder sind gummiert, also parkettschonend. Hier haben wir einen Einsatz für die Stange, dass das auch alles schön da reinpasst. Hinten sehen wir auch nochmal einen Filter. Das ist das Kabel. Hier oben mit Knopf, um das, den wieder reinzuziehen, ganz klar. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach ein bisschen aus. Und ihr könnt hier einfach mal ein bisschen zugucken. So, ich zeige euch jetzt mal, wie diese Bürste funktioniert. Schaut mal, wenn ich den Staubsauger anmache, was dann passiert. Ich kann hier auch nochmal einstellen, wie viel Power das haben soll. Und ich würde sagen, ich sauge jetzt einfach mal ein bisschen. Und zwar auf Vollpower. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe ja 2 Katzen und durch Katzen sehr, sehr viele Katzenhaare. Die Bürste hat maximal, ich sehe jetzt hier 1-2 Katzenhaare drauf und der Rest ist unten im Filter drin. Was ich richtig krass finde ist, dieser Teppich hat ja wirklich tiefe Rillen. Der geht ja hoch und runter, schaut mal. Ja, also er geht hoch und runter, hat tiefe Rillen. Ich habe jetzt diese Fläche gesaugt. Normalerweise muss ich jedes Mal mit einem Kamm dabei, um diese ganzen Fisselhaare runterzubekommen. Das überrascht mich gerade bei diesem Staubsauger, das ist hier nicht der Fall. Ihr seht, wie sauber das ist. Und ich saug den jetzt nochmal weiter. Guckt euch einfach mal den Unterschied an. Ja, der größte Punkt für mich bei einem Staubsauger ist ja, dass er Tierhaare wegbekommt. Da ich Besitzer 2 Katzen bin, ist das für mich immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, alle Haustierbesitzer unter euch stimmen mir dazu. Es gibt nichts Schlimmeres als den Kampf zwischen einem Staubsauger und Tierhaaren auf dem Teppich. Also das ist wirklich ein Kampf. Und den Kampf hat hier ganz klar der Staubsauger gewonnen. Das ist hier ein Qualitätsprodukt. Es ist sehr, sehr viel Zubehör dabei, wie ihr ja gesehen habt. Und diese Powerbrush, die hat es wirklich in sich. Ihr seht ja wirklich hier diese verschiedenen Ebenen. Top, also ich bin da echt zufrieden. Okay, ich fühle mich jetzt gerade wie bei einer Verkaufsveranstaltung. Gucken Sie sich diesen Staubsauger an, aber es ist echt geil. Als Katzenbesitzer kann ich sagen, geilster Staubsauger ever. Schaut euch mal bitte den Unterschied an. Ist jetzt ein paar Tage nicht gesaugt hier. Und dann sieht es so aus. Und zwar richtig, richtig voller Katzenhaare. Dieses Beige ist eigentlich viel heller, und zwar so wie hier. Und der Staubsauger, der hat das alles rausgeholt. Noch nicht mal in den Rillen ist noch was drin. Es ist alles weg. Krass. Ja, also auf dem Teppich hat der Staubsauger mich mit der Turbo Brush, also mit dieser speziellen Staubsaugerbürste, für den Teppich wirklich überzeugt. Alle Katzenbesitzer, dieser Staubsauger kriegt Katzenhaare von Hochflorteppichen runter und das ist richtig geil. Jo, das war Variante 1 der Teppich. Ja, hier haben wir nochmal eine richtig gute Nahaufnahme. Ihr seht, das ist ein Hochflorteppich, der ist richtig, richtig dick und wir sehen auch, dass der Staubsauger mit der Powerbrush wirklich aus der Faser alles rausholt und die Tierhaare da keine Chance haben. Hier seht ihr mal den Filter, guckt ihr euch mal bitte schön die Katzenhaare an. Dieser Staubsauger hat da wirklich einiges rausgeholt. Ja, dann gibt es noch diesen normalen Aufsatz, diesen hier. Den kennen wir, glaube ich, alle. Da braucht man nicht viel zu sagen, ganz normal. Und das Design ist wirklich auch cool mit diesem Knallorange, dem Grün und diesem Hochglanzschwarz. Das gefällt mir wirklich sehr.
wirklich schönes Design, ist mal was anderes als diese einfachen Staubsauger. Und was eben besonders ist, ist auch dieser Swirl, speziell für fürs Parkett. Da drehen sich dann diese Scheiben rechts und links die Orangen und geben dem Parkett dann auch nochmal einen schönen Glanz. So, das war mein Test mit dem Philips Marathon. Also einfach nur mal grob getestet, wie das Ganze funktioniert. Mein Hauptaugenmerk war, dass ich einen vernünftigen Staubsauger benötige, der die Katzenhaare auch von Teppichen bekommt. Dieser bekommt es mit der Turbo Brush auf jeden Fall hin. Ich bin begeistert davon und falls ihr weitere Fragen dazu habt, falls ihr weitere Videowünsche zu diesem Staubsauger habt, lasst es mich bitte unter diesem Video wissen als Kommentar und ich versuche dann noch weitere Videos speziell auf eure Wünsche hin zu drehen. Ich danke euch fürs Einschalten und viel Spaß beim Saugen, euer Wohnprinz Bastian. Das war mein Produkttest. Wenn du weitere Videos von mir sehen willst, schau doch mal auf youtube.com/wohnprinz vorbei.